Hallo, ich freue mich, dass du beim heutigen Video mit dabei bist. Ich bin Johanna und werde dich durch dieses Video begleiten. Auch heute geht es wieder um normale, parallele und den Normalabstand. In diesem Video zeige ich dir die Konstruktion paralleler und normaler Geraden durch einen Punkt und die Konstruktion paralleler Geraden mit vorgegebenem Normalabstand. Am besten wäre es, wenn du dich schon mit den Eigenschaften von parallelen und normalen Geraden auskennst und sie konstruieren kannst. Damit du im heutigen Video gut mitarbeiten kannst, hole dir bitte ein weißes Blatt Papier, einen spitzen Bleistift und dein Geodreieck. Außerdem auch ein Lineal oder ein zweites Geodreieck und deinen Zirkel. Alles bereit? Dann starten wir gleich mit der Konstruktion einer normalen Gerade durch einen Punkt. Schau mir zuerst einfach nur zu, ohne schon selbst mitzuzeichnen. Es sind eine beliebige Gerade F und ein beliebiger Punkt A gegeben. Ich lege das Geodreieck so an, wie du es schon von der Konstruktion von normalen Geraden kennst. Nun kommt der neue Teil. Ich schiebe das Geodreieck vorsichtig die Gerade F entlang, bis der Punkt an der Zeichenkante des Geodreiecks liegt. Ich kontrolliere nun, ob die Mittellinie immer noch genau auf der Gerade F liegt und rücke das Geodreieck, wenn nötig, wieder zurecht. Es liegt nun also die Mittellinie des Geodreiecks genau auf der Gerade F und die Zeichenkante des Geodreiecks genau an dem Punkt. Ich mache einen Strich entlang der Zeichenkante des Geodreiecks und habe eine Gerade konstruiert, die normal zur gegebenen Gerade F ist und die durch den gegebenen Punkt A geht. Den rechten Winkel zwischen den beiden normalen Geraden kennzeichne ich natürlich mit dem mathematischen Symbol dafür. Nimm dir dein weißes Blatt Papier, deinen Bleistift und dein Geodreieck zur Hand. Zeichne dir die Gerade F und den Punkt A, so wie du sie rechts im Bild siehst, auf dein Blatt. Und führe nun die Konstruktion einer normalen Gerade zu F durch den Punkt A selbst durch. Achte auf das genaue Anlegen. Pausiere das Video, während du konstruierst. Ich hoffe, bei deiner Konstruktion hat alles gut geklappt und sie sieht auch so aus. Wenn nicht, sieh dir einfach nochmal an, wie ich die Konstruktion vorgezeigt habe. Nun zeige ich dir dasselbe natürlich auch noch für parallele Geraden. Sieh mir zuerst wieder einfach nur zu. Es sind wieder eine Gerade, die Gerade K und ein Punkt, der Punkt B gegeben. Wie du es schon von der Konstruktion paralleler Geraden kennst, lege ich die Zeichenkante des Geodreiecks an die Gerade K an. Dann lege ich ein Lineal an und verschiebe das Geodreieck. Und nun ist es ganz einfach. Der Punkt B zeigt mir genau, wohin ich das Geodreieck verschieben muss. Ich schiebe also das Geodreieck so lange, bis der Punkt genau an der Zeichenkante des Geodreiecks liegt. Ich mache nun einen Strich an der Zeichenkante und bin auch schon fertig. Das war doch gar nicht so schwer. Bei den beiden parallelen Geraden zeichne ich natürlich noch das Symbol für parallele Geraden ein. Pausiere nun das Video und probiere die Konstruktion selbst aus. Rechts hast du wieder eine Gerade K und einen Punkt B gegeben, zu denen du die Konstruktion durchführen sollst.
Wenn dir noch etwas unklar ist, könnte es auch helfen, dir das Basic 2 anzuschauen. Dort zeige ich Schritt für Schritt die Konstruktion von parallelen Geraden. Ich hoffe, es hat alles geklappt und deine Lösung sieht so aus. Wie aber funktioniert die Konstruktion bei folgender Aufgabe? Drücke auf Pause und versuche, diese Aufgabe zu lösen. Und? Gelungen? Lass uns vergleichen, ob du es auch so gemacht hast. Bei der ersten Gerade ist ganz egal, wo ich sie zeichne. Erst danach wird es spannend. Ich nenne diese Gerade einfach Gerade H. Ich möchte zuerst den gefragten Normalabstand kennzeichnen. Dazu zeichne ich zuerst eine normale Gerade zu H. Danach schlage ich die entsprechende Länge des Normalabstands mit dem Zirkel ab. Das funktioniert so. Ich nehme den Zirkel und das Geodreieck und nehme die Länge 4,5 cm in den Zirkel. Dazu drehe ich am grauen Rad des Zirkels, bis dieser richtig auf 4,5 cm eingestellt ist. Danach steche ich mit dem Zirkel beim Schnittpunkt der Gerade H und ihrer normalen Gerade ein und schlage die eben in den Zirkel genommenen 4,5 cm auf der normale zu H ab. Diesen Punkt bezeichne ich als C. C ist genau 4,5 cm von der Gerade H entfernt. Und wie geht es danach weiter? Genau, jetzt musst du nur noch eine Parallele zu H durch den Punkt C konstruieren. Und das kannst du ja schon von vorhin. Ich nenne die konstruierte Gerade R und kennzeichne H und R als parallele Geraden. Der Normalabstand zwischen den beiden Geraden ist tatsächlich 4,5 cm. Zum Schluss möchte ich dich noch auf ein paar häufige Fehler hinweisen, damit du gut darauf achtest, dass sie dir nicht passieren. Achtung! Das Geodreieck und das Lineal können bei der Konstruktion leicht verrutschen. Wenn dein Bleistift nicht gespitzt ist, kann die Konstruktion ungenau oder sogar falsch werden. Achtung! Die Gerade muss wirklich genau durch den Punkt gehen. Pass auch bei der Arbeit mit dem Zirkel auf. Wenn man ungenau arbeitet, kann sich der Zirkel beim Abschlagen verstellen. Gratuliere! Du hast in diesem Video wieder tolle Fortschritte gemacht und kennst dich mit normalen und parallelen Linien und dem Normalabstand schon super aus. Beim Lernen und Wiederholen kannst du gerne immer wieder auf meine Videos zurückkommen. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Üben und Konstruieren.